Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Ich hatte meine Augen gerade sehr lange zu, oder? Spult mal zurück, schaut euch das mal an. Meine Augen waren ganz lange zu, glaube ich. Das ist mir auch aufgefallen während der Begrüßung. Ich blinzel 10.000 Mal aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht. Ey, wir sind wieder am Start mit dem Elif-Album. Ich freue mich sehr, endlich tut es wieder weh. Und ich bin super, super, super gespannt auf die neuen Songs, beziehungsweise die Songs, die ich noch nicht gehört habe. Ich habe ein paar von den Songs schon live gehört. Die hat Elif letztens bei einem kleinen Event live gespielt. Da war aber, soweit ich weiß, keiner da, den ich noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt, den ich noch nicht aufgenommen hatte. Bedeutet, ich freue mich jetzt drauf, reinzuhören bei Du hältst meine Liebe nicht aus. Check gerne meine Elif Reaction Playlist mit all meinen Reactions zu Elif oben im i ab, auch von den älteren Songs. Wir haben auf Zu Ende reagiert mit Samra, Augen zu mit Samra zusammen. Wir haben uns alles angehört quasi, was es gibt und gab. Und es hat eine Menge Spaß gemacht. Und jetzt sind wir wieder am Start und ich freue mich sehr drauf. Schreibt gerne nochmal euren Top-Song vom Album in die Kommentare. Egal, ob ich da schon eine Reaction drauf gemacht habe oder nicht. Auf den ihr so zurückblickt und sagt, ey, den höre ich jetzt wirklich am allermeisten. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten checkt gerne mein Instagram aus. Da seht ihr alles, was bei mir so abgeht. Ich habe Elif in den letzten 2 Wochen auch 2-mal gesehen in Berlin. Deswegen, falls ihr bei sowas up-to-date sein wollt, wo ich bin, was passiert, check gerne auf Insta ab. Wir haben da sehr aktive Stories aktuell. Und es gibt auch große Announcements und Gewinnspiele demnächst. Von daher, check gerne mal ab. Ansonsten würde ich sagen, hören wir rein bei Du hältst meine Liebe nicht aus. Okay, ich sag, der wird wirklich ruhig diesmal. Ich glaube, das wird wirklich ein ruhiger Song. Du hältst meine Liebe nicht aus. Boah. Ich geb so viel, obwohl du weniger brauchst. Erstmal wunderschöne Melodie. Stellt euch das vor mit schöner Stimmfarbe gerade, nicht so wie mit meiner. Wie sie so hochgeht. Wunderschön. Mein Herz so groß und dein so klein. Lass mich nicht allein. Boah, diese Betonung manchmal einfach. Lass mich nicht allein. Diese Power, die kurz rauskommt. Du hältst meine Liebe nicht aus. Wir beide waren ein Team, heute sind wir nur noch toxisch. Immer wieder nein oder ja oder doch nicht. Mal tut's weh, boah. Gut, will das sein, was du so. Ich finde, auf diesem Album merkt man nochmal ganz krass irgendwie auch so ein Vocal-Up. Also es ist kein Geheimnis, dass Elif immer unfassbar gut und schön singen konnte. Aber ich finde, im Vergleich zum Nachtalbum haben wir noch viel mehr Diversity hier drin. Es geht viel öfter nach oben. Es geht viel öfter so ein bisschen ins Tiefere auch. Was ich super, super schön finde, dass sie eben zeigt, hey, ich kann so, so, so und so singen. Boah. Ist aber vom Vibe her auf jeden Fall ein softerer Song. Ich habe so ein bisschen Sommer-Frühlings-Vibes, was gar nicht so thematisch hierzu passt, weil es halt echt um so toxische Beziehungen geht. Aber so vom Instrumental und vom Vibe her ein bisschen. Das ist auch eine starke Zeile. Ich gebe so viel, obwohl du weniger brauchst. Weißt du, ich bin sogar bereit, mehr zu geben, als du brauchst. Mein Herz so groß und dein so klein. Lass mich nicht allein. Du hältst meine Liebe nicht aus. Ich schreib dir, was ich fühl, was ich denk und du blockst mich. Das ist so ein Song, wo ich das Gefühl habe, man will sie in den Arm nehmen danach. Wisst ihr, so dieses... Diese Vibe. Lenk mich ab, geh auf Party mit meinen Freunden, aber Bock nicht. Sag mir, wieso lässt du's nicht zu? Wer hat dir so weh getan? Und jetzt packst du deine Sachen, aber hey, ich raff's nicht. War immer für dich da, doch das ist dir egal. Du rennst weg, komm ich. Ich finde den Song irgendwie vom Aufbau her wieder so schön. Allgemein das Album, die Songs sind so schön. Ich weiß gar nicht, was es ist, die sind aber so, die sind nicht so nach dem Schema F aufgebaut, was wir aktuell haben in deutscher Musik, finde ich, wisst ihr? Die sind nicht so nach diesem Schema F aufgebaut und das finde ich so schön, glaube ich. Dir wieder zu nah. Du hältst meine Liebe nicht aus. Und der Beat macht viel aus, der ist so schön. So viel, obwohl du weniger brauchst. Du
Boah. Du hältst meine Liebe nicht aus, denn du hältst meine Liebe. Das ist immer am Ende vom Song immer geflexe von Elif. Hier, guck mal, was ich mit meiner Stimme machen kann. Just saying. Einfach flexen noch eine Runde. Boah. So eine schöne Melodie. Das ist so eine schöne Melodie. Ich sag es euch, wie es ist. So eine schöne Melodie. Hört nochmal rein. Das ist so eine schöne Melodie. Oh, ich hätte das gerne als Instrumental sogar. So eine schöne Melodie, oder nicht? Boah, ich habe mich echt ehrlich in die Melodie verliebt. Gerade am Ende, wo man das einfach nur vom Piano so gehört hat. Fängt der Song auch so an? Hat er auch so angefangen mit diesem Piano einfach? Oh. Das ist einfach so eine schöne Melodie, die so Sorgen heilen kann, gefühlt. Krass, wunderschöner Song schon wieder. Also der einzige Song, der mir bis jetzt gar nicht so super gefallen hat, war Lonely. Lonely hat sie aber auch einmal live gespielt. Und live hat er mir auf jeden Fall nochmal besser gefallen, muss ich sagen. Da war das aber noch ein anderer Vibe auch mit Leuten, mit Live-Gitarre und so und komplett live. War nochmal ein anderes Feeling auch, muss ich sagen. Aber ansonsten, bis auf Lonely, bis jetzt jeder Song richtig stark in my opinion. Der hat mir richtig gut gefallen wieder. Gerade weil der halt jetzt so ruhiger war auf jeden Fall. Und diese Melodie, dieser Beat, allgemein die Beats und der Aufbau der Songs sind wirklich mal ein bisschen was Frisches, ein bisschen was anderes, was ich voll schön finde. Ich freue mich sehr auf morgen, Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Morgen hören wir rein bei Weißt du, wie es ist? Und dann haben wir Menschsein und auf Menschsein freuen sich viele von euch scheinbar. Ich bin super gespannt. Danke, dass ihr am Start seid. Checkt auf jeden Fall gerne mein Insta ab für alles, was in meinem Leben so passiert. Ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Vergesst heute nicht zu lächeln. Super wichtig. Und dann sehen wir uns. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer.